Oh Mann, immer nur schlechte Nachrichten überall. Wäre das schön, wenn es mal gute Nachrichten gibt, oder? Ha, da seid ihr hier genau richtig. Hier sind die Good News, eure guten, positive Nachrichten. Die haben wir regelmäßig auf dem Kanal. Wenn ihr also gute Nachrichten hören wollt, dann einfach mal den Kanal abonnieren. Und da habe ich auch in dieser Ausgabe wieder richtig schöne Dinge für euch rausgesucht. Zum Beispiel Arten- und Klimaschutz kombiniert, Lernen im Wald, mehr Bürgerbeteiligung in der Politik und Campingplätze gesucht. Die sind nämlich alle ganz schön überfüllt. Jetzt alles ausführlich in den Good News, die guten Nachrichten. Good news, everyone! In Frauendorf in der Nähe von Cottbus wurde ein neues Konzept vorgestellt, und zwar ein Biotop und ein Solarpark in einem. Klingt das nicht gut? Die Module sind da so aufgestellt, dass eben Pflanzen und Tiere noch gut leben können und sie sogar als Schattenspender dienen. Also erneuerbare Energien und eben ein Biotop im Einklang. Ich finde, das klingt total gut und es sieht auch gut aus, wie ihr selber seht. Das Projekt ist bisherig leider noch einmalig in Deutschland. Hoffentlich gibt es es in Zukunft noch öfter und wurde von Biologen und den örtlichen Imkern begleitet, die dann eben auch Einfluss auf das Biotop nehmen konnten. Der Klimaschutzeffekt ist eigentlich ganz simpel. Es werden insgesamt 11 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert und das reicht für 3000 Haushalte, die dann komplett versorgt sind. Aber auch wirtschaftlich ist das Ganze interessant und das ist immer wichtig, weil erneuerbare Energien sollen uns ja nicht belasten, sondern uns eben den Vorteil bringen. Aktuell würde eine produzierte Kilowattstunde aus dem Park nur 5 Cent in der Erzeugung kosten. Da seht ihr mal wieder ein toller Beweis, dass erneuerbare Energien, wenn es richtig gemacht wird, eben zumindest auch mittel- und langfristig deutlich günstiger sind als eben die fossilen Pendants. Es wäre super, wenn die Regierung also solche Parks stärker fördern würde, wenn es mehr davon gibt, damit eben diese auch in den Ausschreibungen eine Chance haben gegen die nicht so tierfreundliche Konkurrenz. Also deswegen hoffe ich, verbreitet mal das Video, vielleicht kennt der eine oder andere jemanden, der da entscheiden kann, dass sich genau dieses Konzept weiter durchsetzt und ich freue mich auch über eure Kommentare. Was haltet ihr davon? Ja, und der Trend von den Waldschulen, habt ihr vielleicht schon davon gehört oder auch nicht, der kommt aus Skandinavien. Und zwar immer weiter nach Deutschland. Immer mehr Schulformen übernehmen das Konzept des Draußenlernens. Und da sind wir uns doch einig, in der Natur zu sein, kann definitiv nicht schaden. Viele Gymnasien bieten jetzt extra Klassen an, welche im Wald lernen. Klingt ein bisschen absurd, aber ich finde es toll. Ich habe das früher in der Schule ab und zu mal gemacht, wenn es innen zu heiß und stickig war. Da hat der Lehrer gesagt, statt hitzefrei gehen wir eben raus zum Lernen. Und ich fand das ehrlich gesagt immer sehr, sehr gut. Das gibt es zum Beispiel auch schon in bilingualen Klassen. Nicht nur seit Corona macht so ein Konzept Sinn. Eben mit dem Lernen in der Natur entsteht ein neues Bewusstsein auch für die Natur, für die Umwelt. Natürlich muss noch viel getan werden. Die Unterrichtskonzepte müssen verändert werden. Es braucht einen Austausch zwischen den Schulen. Ich persönlich finde das total spannend. Oder sagt ihr, nee, ist doch blöd, es lenkt total ab. Lieber schön eingesperrt in Räumen lernen. Schreibt mal dazu eure Meinung. Der Bundestag hat wirklich eine gute Entscheidung getroffen, nämlich eine neue Art der Bürgerbeteiligung hat er beschlossen, einen sogenannten Bürgerrat. Der Verein Mehr Demokratie hat die Initiative schon 2019 gestartet und soll 2021 nun an den Start gehen. Es sollen 160 per Los ausgewählte Bürger diskutieren und Handlungsempfehlungen an die Politik geben. Natürlich sind diese Empfehlungen nicht bindend, doch auch wegen der medialen Aufmerksamkeit dieser ganzen Geschichte ist es tatsächlich eine super Möglichkeit, eben Demokratie, ja, es klingt ein bisschen absurd, aber demokratischer zu machen, also mehr als Bürger mitzugestalten, was die Politik angeht. Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, diese stärkere direkte Demokratie und sagt ihr, nee, ist alles gut so, wie es ist. Ich persönlich finde das gut. Ich würde jetzt auch nicht komplett auf die Bürgerdemokratie sozusagen umstellen. Ich glaube, das wird nichts. Aber wenn wir da eben so einen Bürgerrat haben, der der Politik immer wieder ins Gewissen redet, das ist doch eigentlich ganz cool, oder nicht? Ich würde sogar, glaube ich, selber mal, ich muss mich da, glaube ich, mal bewerben, mal in den Rat rein und dem mal ein bisschen in den, naja, also ein bisschen Motivation geben, sage ich jetzt mal. Und noch die letzte Meldung. Auf den deutschen Campingplätzen droht tatsächlich akuter Platzmangel aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Die Initiative Pop-up-Camping
Camping, will große Grundstücke, große Gärten und aktuell nicht genutzte Flächen jetzt nutzen und sie zu Campingplätzen umfunktionieren, denn es ist einfach mehr Bedarf als Angebot da. Und es gibt ja auch einige, die Probleme haben, wie Festivalgelände, Erlebnisbauernhöfe, also alle möglichen Anbieter von Flächen und Geländen, die jetzt eben aufgrund der aktuellen Situation eher Schwierigkeiten haben, auch wirtschaftlich, auch ihre Flächen nicht anbieten können, da wäre das doch eigentlich eine gute Lösung, oder? Also schreibt mal, wenn ihr da vielleicht jemanden kennt, der so eine Fläche noch übrig hat. Vor allem checkt die Links unterhalb des Videos zu all den Artikeln. Da könnt ihr euch also bei den Verantwortlichen natürlich direkt melden, nicht bei uns, sonst versuche ich es weiterzuleiten. Und wenn ihr in Zukunft wieder gute Nachrichten hören wollt, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso es einen Grund gibt, das nicht haben zu wollen, dann abonniert den Kanal rechts unten komplett kostenlos. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die immer gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann nehmen wir die gerne hier in die nächsten Ausgaben mit rein. Bis bald und einen schönen Tag noch.